Lach- und Sachgeschichten. Heute der Musikpädagoge. Das ist Fumiyaki. Klingt komisch, ist aber so. Fumiyaki studiert an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig Musikpädagogik. Musikpädagogik? Wisst ihr nicht, was das ist? Wir auch nicht, haben wir mal ein paar Leute gefragt. Zum Beispiel ihn hier. Das ist der Benni, 22, Lokführer, hat nicht so viel Ahnung von Musik. Und Benni sagt, Musikpädagogik ist die Art und Weise, anderen Musik beizubringen. Oder er hier, das ist der Daniel ist Soldat und sagt, Musikpädagogik ist Singen und Klatschen. Und dann haben wir auch noch sie gefragt, das ist die Chris, 19, Auszubildende, und sie sagt, Musikpädagogik bringt Kindern und Jugendlichen bei, welchen Einfluss Musik in unserem Leben hat und soll jungen Menschen die Grundkenntnisse davon lehren. Schlauer? Wir auch nicht. Also gehen wir doch mal in die Hochschule rein und gucken, was man da so machen kann. Aber nicht hier, denn heute haben wir in einem anderen Gebäude Unterricht und da gehen wir jetzt mal hin. In der Hochschule gibt es einen Haufen toller Flure, einen Haufen schöner Schilder vor den Türen und hinter den Türen gibt es ganz viele tolle Räume, in denen man als Musikstudent ganz viele tolle Sachen machen kann. Zum Beispiel Klavier üben. Klavier üben muss man, um später Schulklassen künstlerisch adäquat am Klavier begleiten zu können. Man kann dort aber auch Gesang üben, damit man später auch mal was vorsingen kann, falls es nötig sein sollte. Und man kann da, wenn man will, auch Tonsatz machen, damit man je im Berufsleben auch mal Stücke für Klassenorchester, Big Bands oder Schulchöre arrangieren kann. Nervt den Fumiyaki alles ein bisschen, aber da muss er durch. Manchmal hat der Fumiyaki dann auch noch Musikpädagogik. Da kann er sich ein bisschen ablenken von der ganzen Musik. Aber Moment, hat Musikpädagogik denn gar nichts mit Musik zu tun? Was macht man da denn eigentlich? Und wofür ist das alles gut? Musikpädagogik ist zunächst mal dafür gut, dass man später mal Musik unterrichten kann. Das passiert im Regelfall in einer Schule, wo der Fumiyaki jetzt Lehrer ist und seine Klasse gerade an die Zwölftonmusik heranführt. Die Musikpädagogik hat Fumiyaki geholfen zu entscheiden, dass Zwölftonmusik ein sinnvolles Thema für seine Klasse ist. Er weiß, wie er den Schülern die eigentlich spröde Thematik motivierend und spannend vermitteln kann. Das freut die Klasse natürlich sehr und den Fumiyaki auch, weil seine Schüler alle gute Noten schreiben und jede Woche aufs Neue gerne in seinen Musikunterricht kommen. Das ist nicht selbstverständlich, aber weil der Fumiyaki ein guter Musikpädagoge ist, hat er es geschafft. Klingt komisch, ist aber so. Nach der Schule unterrichtet der Fumiyaki noch an der örtlichen Musikschule. Da gibt er Kindern und Jugendlichen Klavierunterricht, hilft ihnen dabei, neue Stücke einzustudieren und gibt ihnen Anregungen, sich neue Musik alleine zu erschließen. Die Kinder gehen dann nämlich nach Hause und entdecken im besten Fall für sich neue Musikwelten und vielleicht hören sie ihre eigene Musik dann auch mit ganz anderen Klängen.